Zum Entfernen von kleinen und etwas stärkeren Ästen sind all diese 6 Sägen bestens geeignet. Alle Sägen haben eine geschränkte Zahnung und arbeiten auf Zug. Deshalb braucht man nur wenig Kraft zum Sägen. Die Klappsäge von Stihl testet Angelika Huber-Janisch von der Landidee als erstes. Die Klappsäge von Stihl ist klein und handlich. Und was mich persönlich überrascht hat, ist, was für eine Kraft und Power sie doch hat und was für einen klaren Schnitt sie liefert. Dreifach verstellbar ist die Klappsäge von Gardena. Das Sägeblatt lässt sich tauschen. Und hat halt diesen sehr schönen Sicherheitsaspekt, dass man sie zusammenklappen kann und dann in der Arbeitstasche entweder transportieren kann oder eben einfach sicher in der Hand halten kann. Bei der Astsäge von Fiskars steckt die Klinge im Griff. Fest arretieren und los geht's. Die Astsäge von Fiskars überzeugt auch mit einem sehr klaren Schnitt. Ist sehr, sehr leicht. Und was mich persönlich sehr fasziniert, ist dieser im Griff versenkbare Sägeblatt. Also die Astsäge von Felco, die hat einen großen Sicherheitsaspekt. Die hat einen Köcher, indem ich die Säge sehr gut und sicher aufbewahren kann. Und hat zusätzlich auch noch einen Gürtelclip. Das geschwungene Sägeblatt der Felco lässt sich auch wechseln. Die Säge von Felco, finde ich, schneidet sehr gut, macht eine klare Kante und liegt auch sehr gut in der Hand. Hat die richtige Wölbung, dass ich den Ast sauber und präzise schneiden kann. Ein gewölbtes Sägeblatt hat auch das Gerät von Wolfgarten. An den Adapter lässt sich ein Stiel anschließen. Steckt man auch einfach auf den Stiel auf. Und man kann den Stiel selber dann auch noch mal verlängern. Damit kommt man auch in höhere Baumregionen. Auch mit der Gardena Kombisystem Gartensäge lassen sich höher gelegene Äste absägen. Die Gardena Astsäge kann ich auch schön verlängern mit Hilfe eines Stiels. Geht auch ganz einfach. Aufstecken, arretieren, festdrehen. Toll ist auch noch dieser Räumhaken. Mit dem kann ich dann die Äste, die ich oben geschnitten habe, auch gleich beseitigen. Zusammenfassend kann man sagen, wer im oberen Baumbereich tätig ist, dem würde ich die Modelle von Gardena und Wolfgarten empfehlen. Die sind mit Hilfe teleskopierbarer Stiele verlängerbar. Wer eher im unteren Bereich und mit kleineren Ästen tätig ist und mit kleineren Werkzeugen hantieren will, dem empfehle ich Klappsägen, die zum Teil auch versenkbar sind und arretierbar sind, wie die von Gardena, oder Schutzmechanismen haben, wie so einen Köcher. Aber gesägt haben sie alle, sie haben getan, was sie sollen, präzise, klare Schnitte geliefert, empfehlen können wir sie alle.